Seit 30 Jahren ist Daniel Mauroy für seine zahlreichen Bücher, Vorträge und Seminare weltweit bekannt. Weniger bis gar nicht bekannt ist er dagegen als Channel für die Lichtwesen, die er seine Sternenbrüder nennt. Diese Lichtwesen kommen von einer Bewusstseinssphäre außerhalb unseres Planeten. Nach der Veröffentlichung seines Buches Ce qu'ils m'ont dit, ein schriftliches Zeugnis über diese Lichtwesen, ist Daniel Mauroy zum ersten Mal während eines Channelings gefilmt worden. Vor einem kleinen Publikum von circa 30 Personen haben die Lichtwesen durch seinen Mund gesprochen, gelehrt und Fragen von allgemeinem Interesse beantwortet. Das folgende Video stellt ein bisher einzigartiges Dokument dar und ist darüber hinaus für jeden ein Anlass zum Wachsen, ein Trost inmitten einer unruhigen Welt sowie eine unumgängliche Liebeswelle, die der Zuschauer sich zu eigen machen kann. Soyez les Herzlich bienvenus de willkommen, toujours. liebe Freunde. Merci Danke, d'avoir dass répondu de ihr cette façon à unserem notre Ruf appel auf diese Weise gefolgt seid et de nous und avoir dass ihr rejoints hier en zu ce uns lieu. gekommen seid. Beachtet Notez bitte, bien que nous dass disons de ihr nous zu uns avoir gekommen rejoints seid en ce und lieu et nicht non pas umgekehrt. l'inverse. Denn ihr Car en seid vérité, tatsächlich zu uns gekommen. c'est chez nous que vous vous êtes rendu, Innerhalb dieses en cet espace vibratoire Schwingungsraumes, den ihr que vous auf habitez andere maintenant. Weise bewohnt. Merci Danke, de nous dass ihr avoir nicht rejoints non pas aus Neugier, dans un esprit de curiosité, sondern mais mit avec la reinem pureté et la und tendresse liebendem du cœur. Herzen zu uns Nous gekommen savons seid. dire cela. Wir können Et es c'est pour lesen, cela und das ist der que Grund, vous êtes de cette weshalb ihr famille. dieser Familie angehört. Wisst ihr, Pouvez-vous warum deviner es pourquoi für uns so nous wichtig avons war, tenu à ce que dass vous nous ihr uns rendiez besucht? visite? Es ist ganz C'est fort einfach. simple. C'est pour vous Selbstverständlich aider à rendre wollen wir euch helfen, le das meilleur de Beste vous-même, bien aus évidemment, euch herauszuholen, mais aber auch und pour vor vous aider allem surtout, surtout, euer Gedächtnis à wieder retrouver la mémoire. zurückzuerlangen. Oh, ne Damit disons sind pas nicht die la Erinnerungen mémoire aus de votre euren passé. vergangenen Leben gemeint. Cette Nein, mémoire, ou plutôt ces diese zählen mémoires, kaum. importe peu en vérité. Damit ist im Vous dire Wesentlichen oder essentiellement, ausschließlich uniquement, die Erinnerung la an mémoire eure de Verwandtschaft votre parenté mit avec unserem Bruder Christus votre frère gemeint. le Christ. Wir sagen mit Nous disons unserem notre Bruder frère le Christus, Christ. aber Mais wir reden nicht nur nous ne von parlons dem pas Meister, simplement du maître. wir reden Nous parlons von dem du Prinzip des principe Christus.
Christ und von eurer Verwandtschaft mit dem Prinzip des Christus. Das ist die Erinnerung, die wir in euch erwecken wollen. Alle Praktiken und Therapien, die ihr hier lernt, das ist für einige von euch der Fall oder euch wieder ins Gedächtnis ruft, sind schließlich nur vorgeschobene Gründe. Diese vorgeschobenen Gründe sind sicherlich nützlich und sogar hilfreich, denn sie werden euch helfen, die Schmerzen anderer zu lindern. Sie helfen sogar jetzt schon, die Schmerzen anderer zu lindern. Es sind aber nur Vorwände in Anbetracht der grundlegenden Arbeit, die zu erledigen ist, in Anbetracht der Geburt, der Wiedergeburt, die ihr sucht. Denn die Erinnerung an eure Verwandtschaft mit eurem Bruder Christus bedeutet eine wahre Wiedergeburt. Sie ist der Kernpunkt dieses Wiedersehens. Ihr habt diesen Weg ganz bewusst und einige von euch sogar mit großer Tapferkeit eingeschlagen. Um in Licht erfüllt zu Ende zu gehen, müsst ihr unbedingt eure mentalen Schlacken beseitigen. Habt ihr gesehen, was auf den beiden Schildchen am Eingang dieses Ortes geschrieben steht? Schließt die Türen, damit die Fliegen nicht hereinkommen. Nun, die Fliegen sind euer Verstand und das, was durch ihn durchfließt. Die Fliegen kommen regelmäßig vorbei, um euch abzulenken und vor allem um Zweifel in euch zu sehen, sogar großen Zweifel. Und der Zweifel, liebe Freunde, Brüder und Schwestern, ist die einzige Kraft, die euch von euch selbst trennt. Es ist die einzige Kraft, die euch von den großen Heilern, Wundertätern, Meistern der Weisheit und von euch selbst als Schülern des Lebens unterscheidet. Nur der Zweifel macht den Unterschied. An dem Tag, wo ihr nicht mehr zweifelt, werdet ihr die Erinnerung an eure Verwandtschaft mit unserem Bruder Christus wiederfinden. Und genau das ist es, was ihr hier sucht, auch wenn ihr es nicht wirklich wisst. Ihr seid gekommen, um eine Arbeitsmethode zu lernen, aber noch mehr seid ihr gekommen, um euch selbst wieder kennenzulernen und um wieder in eure eigenen Fußstapfen durch die Zeit zu treten. Mehr nicht, aber auch nicht weniger. Wir wissen ganz genau, dass Zweifel auch ein wertvolles Werkzeug sein kann, weil er das Ergebnis aus Willensfreiheit, Gedankenfreiheit und Selbstkritik ist. Das stimmt. Aber wir sprechen hier von einer anderen Form des Zweifels. Wir sprechen von dem Zweifel, der euch eure Verwandtschaft mit dem Göttlichen vergessen, ja sogar ablehnen lässt, von dem Zweifel, der eine Grenze zwischen euch und eurem Selbst aufbaut, von dem Zweifel, der die Kraft der Zärtlichkeit und der Liebe schwächt, von dem Zweifel, der du und ich, mein und dein sagt, von dem Zweifel, der Mauern errichtet, denn ihr seid alle Mitglieder dieser Seelenfamilie
und seit Ja, Menschengeschehen plus durch einen Ding. Lichtfaden miteinander verbunden. Il y a un serpentin de lumière qui traverse la nuit des temps. Glaubt aber Il n'est pas deswegen pour autant nicht, que nous dass voulons wir euch nous empfehlen, inciter die Verbindungen à aus rechercher der Vergangenheit zwischen entre euch zu les suchen liens du passé, und eure mais nous devons früheren nous entraîner Identitäten vers zu une recherche erforschen. Noch d'identité einmal, réelle. es Encore une bringt fois, nichts und cela ne viele sert à rien. Täuschungen Et entstehen aus dieser rien des délires Geisteshaltung. naissent de semblables attitudes d'esprit. Wir möchten Nous nur, voulons dass ihr simplement vous faire versteht, dass comprendre das, was que ce euch qui in nous diesem réunit en ce Raum lieu zusammenbringt, schon n'a sehr lange plus lieu pour besteht. longtemps. Auch wenn ihr Que vous euch pourriez, morgen, heute dès Abend demain, oder in ou dieser ce soir, Sekunde un seul entscheiden moment, solltet, diesen décider Raum zu verlassen. de quitter cette salle, Die Prägung, die ihr l'empreinte in dieser que vous Familie avez reçue dans erhalten cette habt, famille wird vous immer bestehen demeurera à und jamais euch présente für immer et vous verbinden. reliera à jamais. Il ne s'agit pas d'une Das ist nicht vergleichbar fatalité, mit Fatalität d'un oder emprisonnement dans un état Machtlosigkeit de vor crise einer auquel vous Situation, aus voudriez der échapper ihr peut-être irgendwann maintenant. vielleicht wieder flüchten Il möchtet. s'agit de la Das ist das résultante Ergebnis d'un choix du einer cœur. Herzensentscheidung, Un choix du die ihr cœur qui schon date d'il y vor a plus sehr d'un langer an. Zeit getroffen habt. Man On mag peut parfois manchmal s'écarter sich vom Weg d'un entfernen chemin, und emprunter Nebenstrecken auswählen. les sentiers de traverse. Aber niemals Mais on ne weicht s'écarte man vom jamais d'une geplanten Kurs véritable ab. route. Und wir freuen Et nous uns, sommes heureux dass ihr de vous auf voir Kurs seid. sur cette route. Egal wie Quelles que soient vos verängstigt, peurs, ablehnend, quels que soient vos rebellisch, rejets, vos verärgert, rébellions, vos colères, zaghaft ihr noch toutes seid, vos unabhängig von réactions, vos euren larmes, Reaktionen, euren Tränen und eurem Schmollen. vous Ja, voudriez. Schmollen. Darüber Nous hinaus savons, wissen wir, au-delà de tout cela, dass die nous voyons, au-delà eigentliche de tout cela, Arbeit gemacht que le wird. vrai travail s'accomplit. Eure Hände Vos mains sind die sont l'instrument Werkzeuge, mit dans lequel denen ihr euch vous selbst élevez. helft. Aber die Mais la Gegenwart von présence du Christus in Christ eurem dans votre Herzen cœur ist der Atem est dieses le souffle de cet Instrumentes. instrument. Eure Le Aufgabe im travail de Leben votre vie besteht est bien selbstverständlich sûr darin, das d'essayer la Licht lumière auf jede de denkbare toutes Art les und façons Weise zu possibles et verschenken. imaginables. Aber Mais darüber au-delà de hinaus cela, ist le eure travail de votre vie, Lebensaufgabe das c'est la Empfangen der réception Kraft de la Christi in force euch, christique die en vous. Kraft, C'est die elle qui alle brisera Grenzen endgültig définitivement toutes les beseitigen wird. frontières. Natürlich Bien sagen sûr, sich einige unter euch, certains d'entre vous ja, se aber disent, das mais wissen nous wir savons alle. tout cela. Wir sind auch Nous mit sommes all bien diesen d'accord avec genannten tous ces principes Grundsätzen énumérés. einverstanden. Warum das Pourquoi alles wiederholen? nous le répéter? Weil ihr in der Tat Parce que vous wisst, savez, effectivement, aber es noch nicht mais parce que vous n'avez verinnerlicht pas habt. encore réussi à intégrer. Derjenige, der Celui qui verinnerlicht, intègre, nun, er steht bien, in celui-là Verbindung mit communique der Essenz des avec Lebens l'essence de vie. und diese Et votre Kommunion but, ist c'est euer cette Ziel. communion. Hört auf zu Cessez, denken, cessez, sans délire, dass sans ihr in manifestation Essenz égotique, anders seid als unser Bruder Christus sans oder, wenn développer es euch einfacher une forme erscheint, d'élitisme anders qui ne als wir, signifie rien. ohne Cessez Hirngespinst, de ohne sentir que Ego-Trip, votre ohne essence jegliche Form est von différente Elitismus. de celle de notre Hört frère. auf zu Et de la fühlen, nôtre, dass eure tout simplement. Essenz unterschiedlich von eurem Bruder Notre essence à Christus tous est la oder même. gar von uns selbst ist. In der Essenz La sind wir alle différence gleich. entre vous et Der nous einzige Unterschied est le zwischen degré uns d'oubli liegt darin, inwieweit wir unsere de cette Essenz vergessen essence. haben. Aber heute Et nous Abend wollen wir compensons ce soir diesen d'ailleurs. Je Monologue vais nicht pas fortsetzen, continuer ce monologue, sondern euch das mais Wort plutôt je vous geben. offrir très librement la parole. Fühlt euch wie Simplement, zu Hause. chez vous, Fühlt euch in sentez-vous Gegenwart von en Freunden, présence die d'amis, euch führen tout simplement und d'amis, das schon qui vous guident viel länger, depuis als bien ihr plus longtemps vielleicht que vous ne vermutet. le supposez.
Fühlt euch wie in einer Familie und sprecht mit uns wie mit Verwandten, mit Brüdern und Schwestern. In aller Einfachheit, analysiert euch nicht von außen. Ihr habt das Wort. Was können wir machen, um uns zu erinnern, da wir schließlich schon alles wissen? Betet. Betet aus eurem Herzen heraus. Ihr vergesst den tiefen Sinn des Gebets. Das Gebet ist die Hingabe des Herzens an die Kraft des Lichts. Beten heißt nicht um Hilfe bitten. Beten ist in erster Linie die Hingabe des Bestens von uns selbst. Schenkt es der Sonne Christus und ihr werdet das Hundertfache zurückerhalten. Dies wurde euch schon unzählige Male gesagt. Aber wer macht es wirklich? Betet nicht an eine Kraft außerhalb von euch selbst, von der ihr etwas erwartet, sondern schenkt das Beste von euch selbst an das Beste von eurem Selbst, das in euch lebt und die Sonne ist. Meditiert über diese Worte. Es ist nicht so einfach, wie es scheint. Und es handelt sich auch nicht um ein Wortspiel. Sobald eine Grenze in euch erscheint, schafft sie weg. Fangt nicht an, nach Argumenten zu suchen, um diese Grenze aufrechtzuerhalten. Schafft sie sofort weg. Ich mag den nicht, weil ich will den nicht behandeln, weil. Sobald diese Gedanken hochkommen, und natürlich kommen sie hoch, schafft sie weg. Schafft die Grenzen weg, schafft den Widerstand weg, schafft die Vorbehalte weg, schafft die Ablehnung weg. Und so werdet ihr vorankommen. Wir hören euch zu. Wie können wir die Gegenwart der Sternenbrüder spüren, wenn wir nicht besonders intuitiv sind und wenn wir in der Arbeitswelt alleine sind? Bittet uns ganz einfach darum, uns zu offenbaren. Ruft uns. Wir sagen nicht, dass wir euch dann in physischer Form erscheinen werden. Das wäre natürlich gelogen und würde das äußerst große Vertrauen, das ihr aufbauen müsst, vernichten. Aber ruft uns, geht in die Stille in euch und bittet uns darum. Wir werden immer antworten. Meistens antworten wir mit Kleinigkeiten, mit sehr kleinen Zeichen. Und ihr lernt, uns zu vertrauen, indem ihr lernt, diese Zeichen zu entziffern, zu erkennen. Niemals werden wir eine Antwort verweigern. Niemals. Sollen wir zu euch beten, wie zu Brüdern des Lichts? Zu uns müsst ihr auf keinen Fall beten, kleine Schwester. Wir sind nicht anders als du, als ihr. Wir sind lediglich etwas älter
etwas reifer. Juste un peu plus d'altitude. Ganz egal, Que tu ob du uns als estimes comme Meister tu es le betrachtest maître. oder nicht. Kein Quelque Meister maître que wird tu sois, jemals ne darum demandera bitten, jamais que dass tu man ihn ce serait anbetet. se tromper Das wäre ein de Irrweg. chemin. Die La seule einzige force Kraft, zu der ihr à prier, beten sollt, c'est ist la die force Kraft des du Prinzips des Prinzip Christus, christique, du die Sonne Soleil christique, Christus, die in qui est en dir soi, und in jedem von en uns chacun ist. de soi. Ob du diese Si Kraft cette der force du christlichen Soleil Sonne christique, tu mit l'identifies unserem Bruder, à dem notre Meister éternel Jesus, Maître Jésus, identifizierst, vibratoire bleibt dir royal, c'est überlassen. une, Das c'est un wäre sehr chemin schön. royal, Es wäre ein sans königlicher lequel Weg. aucun Aber in maître, quel qu'il Wahrheit soit, soll kein Meister, être ganz egal prié, wer er jamais ist, angebetet identifié. werden. Er ist nur der Appelle-le Vermittler. simplement Bitte comme un einfach um maître, Hilfe von jeder prie-le Präsenz, de die du tout ton spürst. cœur. Aber Gebet Mais la ist prière, etwas anderes. c'est autre chose. Das Gebet La prière ist est une eine communion, Kommunion, tu le sais. verstehst du? Ich habe Mühe, mir das Gebet vorzustellen. La Das prière, c'est Gebet essentiellement ist le chant hauptsächlich ein spontané spontaner Gesang eines d'un cœur. Herzens. Il Du faut musst simplement que dich tu sois nur dabei wohlfühlen, confortable bei dans der ta Gabe demande, wie bei der dans ta Bitte. demande. Lasse die Laisse-les Worte sortir de aus toi, dir peu importe, herausfließen, si tu ganz acceptes gleich, les ob du phrases die Sätze simplement ou harmonisch findest oder nicht. peu Das importe. Gebet kann Que cette aus prière soit Worten répétée bestehen, ou simplement kann aber ein Hauch, ein Ruf d'appel, oder pour auch prendre un eine appel reine, d'esprit, selbstlose, kristallklare d'entrer Gabe dans un état sein. d'esprit. Das Gebet ist vor allem ein Sois bien Geisteszustand. avec cet état Fühle d'esprit. dich wohl in diesem Geisteszustand. La plus belle In prière au gewisser monde, Hinsicht ist c'est das celle schönste qui s'écoute Gebet der et Welt celle qui ein en Gebet, souffre. das so viel besagt wie: Dieu, que votre Mein volonté Gott, soit dein faite. Wille geschehe. En Wenn disant du das ainsi, sagst, vous oder wenn vibrez dans du cet in den état Zustand der d'accueil. Annahme eintrittst, C'est soi-même dann reconnaître gibst du l'autre dich dem Göttlichen qui en hin. souffre Und wenn du et dich qui dem va mieux. Göttlichen hingibst, On se dann rejoint findest du ensemble. dich selbst wieder. Wie kann es sein, dass man sich einerseits mit liebenden Präsenzen verbunden fühlt und andererseits auf einer subtilen Ebene behindert wird? Wie kann es sein? Simple, mais parce que Ganz einfach, weil ihr den dès qu'on Schatten entre dans stört. la Wenn lumière, man immer mehr de plus en vom plus Licht dominant de erfüllt cette ist, lumière, wird man devient auch également un zum lien Magnet für den Schatten. et il est Und es logique ist et normal logisch que cette und lumière se normal, dass manifeste, dieser Schatten sich car elle vous offenbart, oblige, elle est weil er votre euch guide en zwingt. quelque Es sorte, ist sozusagen afin seine de Aufgabe, choisir euch zu zwingen, un peu plus immer intelligemment, genauere, bewusstere d'entrer Entscheidungen dans zu confiance treffen, de plus en plus immer mehr fondamentale, Vertrauen zu zeigen und auch zu afin de lernen, passer über au-delà jeden Zweifel de hinwegzukommen. l'ombre. Ne la voyez Betrachtet pas den comme Schatten une ombre, nicht als Hindernis. tant que vous la voyez comme Solange un ihr obstacle, ihn als ein elle Hindernis sieht, s'enfuit wird de er plus en plus sich immer fort. stärker vor euch Voilà comme une aufrichten. force. Seht ihn als eine Kraft, die euch befestigt. Et tant que vous ne Und serez pas solange ihr nicht suffisamment stark genug seid, solange solide, es in tendre, euch kleine Schattenbereiche, en kleine vous, Schatten des Zweifels gibt, cela werdet ihr andere Schattenbereiche und de plus andere en plus Formen des Zweifels vous anziehen. dire que le chemin est Vielleicht findet simplement ihr, dass der Weg eindeutig sehr lang ist. inépuisable, Das infini. ist er tatsächlich ja Et sehr plus lang. vous y Aber je avancez, mehr ihr voranschreitet, bien, desto plus eher werdet ihr feststellen, dass votre die force Schmerzen devient und die plus Zweifel auf dem Weg intensive, seltener werden et und s'évacuent. immer schneller verschwinden. Il y a Ihr simplement müsst un dafür cap qui doit lediglich être eine passé. gewisse Hürde Et überwinden. ce cap, eh Und bien, diese Hürde plus müsst ihr vous pflegen, approchez ihr müsst ihr näher kommen und en étant dabei vermeiden, dans eine dans richtende, le jugement, urteilende dans Haltung celui de ne pas einzunehmen, jugement,
ohne Wenn und Aber, so wie wir es schon gerade erwähnt haben. Ich bin gerne bereit, diese Person zu behandeln, aber jene nicht, weil. Damit fängt alles an. Ich werde den einen sehen, aber den anderen nicht. Versteht ihr? Alles, was wir vermeiden, entfernt uns von uns selbst. Es entfernt uns nicht vom anderen, sondern von uns selbst. Was wir vermeiden, kommt immer auf uns zurück und der Kreislauf der Vermeidung und Anziehung setzt dich unausweichlich fort. Bedanke dich bei den gegnerischen Kräften, die du spürst. Sie sind dein Barometer. Betrachte sie nicht als verhängnisvolle Wesen, auf gar keinen Fall, und glaube nicht, dass du von irgendwelchen Kräften gestört wirst. Du wirst lediglich von einigen Aspekten deiner eigenen Schwäche heimgesucht, und das ist auf diesem Weg ganz normal. Wie kann man Freude besser teilen und verteilen? Indem man selbst Freude ist. Das ist natürlich eine sehr einfach anmutende Antwort. Das Problem wird dadurch gelöst, dass man die Einheit mit dem Göttlichen pflegt. Das heißt, und damit kommen wir noch einmal auf das zurück, was wir eben geantwortet haben, dass wir uns an unsere Verwandtschaft mit der göttlichen Kraft erinnern. Solange wir nicht wirklich eins mit dem göttlichen Prinzip geworden sind, können wir nicht von Freude erfüllt sein. Es gibt einen Teil in uns, der weiterhin zweifelt, der über sich selbst urteilt, der beobachtet und andere und sich selbst bestraft. Freude bedeutet nicht, dass man immer in einem Zustand des Freudenausbruchs ist. Freude bedeutet nicht, dass man immer zu lächelt. Wer kann das schon? Euer Bruder, der Meister Jesus, hat nicht immer ein Lächeln auf den Lippen gehabt. Kein verwirklichter Meister der Weisheit lächelt immerzu. Freude ist hingegen, wenn man stets das Gefühl der Einheit mit dem Prinzip des Lichts hat. Dieses Gefühl bringt ein unauslöschliches inneres Lächeln in uns hervor. Dazu gibt es kein Rezept. Das Wie ist einfach. Alles, was euch im Leben begegnet, eure Schwierigkeiten, eure Schmerzen, verfolgt das Ziel, euch auf ruhige, sanfte, aber auch auf eine äußerst sichere Weise dem Zustand der Freude näher zu bringen. Wahre Freude ist ein Zustand des Friedens, der wesentlich höher ist als alle Wolken, die euer Leben durchqueren. Freude ist ein Ankerpunkt. Sie ist nicht das Ausbleiben von Schmerz, aber das Ausbleiben von Zweifel. Ihr könnt auch um Freude bitten. Es gibt nichts, worum ihr nicht bitten könnt. Aber bittet nicht von einer Kraft außerhalb von euch. Wir alle, die hier gerade mit euch sprechen, mögen wir euch als Wesen erscheinen, die außerhalb von euch existieren, eine klar definierte Persönlichkeit haben und unabhängig von euch wirken können. Dennoch ist unser Prinzip auch in euch. Könnt ihr das verstehen? Wenn wir euch Brüder und Schwestern nennen, sind es für uns keine starren Wörter aus irgendeiner Brüderschaft oder Religion. Wir sprechen von unserer
gemeinsamen Essens und auch davon, dass uns grundsätzlich keine Grenze trennt. Nicht einmal die Grenze, die unsere jeweiligen Welten im Augenblick zu trennen scheint und uns in euren Augen unsichtbar macht. Öffnet euch einfach nur. Denkt aber nicht, weil ihr nur wenige, 20 oder 30 seid, die diese Informationen erhalten haben, dass diese nicht verbreitet werden dürfen. Diese Informationen gehören niemandem, auch wenn sie durch bekannte und identifizierbare menschliche Stimmen vermittelt werden. Diese Informationen können verbreitet werden. Ihr könnt damit machen, was ihr wollt, vorausgesetzt, dass der sakrale Charakter dieser Worte gewährt bleibt. Eine Information mit sakralem Charakter soll denjenigen vorbehalten werden, die diese auch in diesem Geiste empfangen können. Wir denken, dass ihr das verstehen könnt. Wir wiederholen es noch einmal. Ihr dürft nicht dem Elitismus verfallen. Zurzeit leidet unsere Welt. Werden die Menschen je in Freude zusammenleben, Unterschiede akzeptieren? Und zur christlichen Liebe erwachen? Es gibt viele Kinder und Leute, die an Hunger leiden. Es gibt viele Unruhen in der Welt, viele Probleme, die mit der Wende der Energieversorgung zusammenhängen. Werden die Regierenden je in Frieden regieren? Werden Sie je die Bereitschaft entfalten, im Dienste anderer zu handeln und nicht zum Zwecke der Selbstprofilierung? Werden Sie je verstehen, dass wir alle Brüder derselben Menschheit sind? Werden die Regierungen je aufwachen, um an dieser Öffnung in Richtung Solidarität mit der Welt zu arbeiten? Werden Sie je ihre Kräfte für Aufbau und Weiterentwicklung anstatt Zerstörung einsetzen? Die Antwort ist sehr einfach, kleine Schwester. Eure Regierungen sind das genaue Spiegelbild von dem, was ihr zusammen seid. Und das, was ihr zusammen seid, ist das Ergebnis von dem, was ihr im Einzelnen seid. Verändert euch. Verändert euch, jeder von euch. Reformiert euch. Wandelt euch um, im Einzelnen, in kleinen Gruppen. Und eure Umwandlung, der Kristall, der daraus entstehen wird, wird sich auf andere übertragen, wird andere anstecken. Nicht eure Regierungen werden die Probleme, die du erwähnst, lösen, sondern jeder Einzelne von euch, da wo er ist. Aus dem, was aus euch herauskommen wird, werden neue Regierungen entstehen. Erwartet nicht die geringste grundlegende Änderung, den geringsten tiefgreifenden Wandel auf diesem Planeten, solange das Individuum oder zumindest eine sehr große Anzahl an Individuen nicht eine wahre Metamorphose durchgemacht hat. Eine wahre Metamorphose zeigt sich nicht an ein paar
oberflächlichen Wünschen mit gutem Willen. Der gute Wille und die schönsten Ideologien reichen nicht. Nur die Umwandlung des Einzelnen kann die Umwandlung der Regierungen herbeiführen, weil eure Regierungen das Produkt eurer Egos und eurer mentalen Kräfte sind. Was uns angeht, wir sind äußerst zuversichtlich und optimistisch in Hinsicht auf die Zukunft eurer Welt. Aber wir sind nicht so naiv zu glauben, dass eine neue Ära des Friedens in unmittelbarer Zukunft eingeläutet wird. Vorher müsst ihr zwingend als Gemeinschaft durch eine lange Reinigungsphase gehen. Bitte versteht es richtig, wir wollen mit diesen Worten keine Angst verbreiten. Wir möchten nur keine Illusionen über die baldige Wiederherstellung einer friedlichen Welt auf diesem Planeten nähren. Das bedeutet nicht, dass ihr nicht in Frieden leben könnt. Frieden beginnt in erster Linie bei sich selbst. Das wisst ihr, das versteht ihr. Es geht natürlich nicht darum, euch selbst zu sagen, ich baue mir meine eigene kleine Welt und kümmere mich nicht um das, was mit der restlichen Welt geschieht. Hauptsache, ich finde meine innere Stabilität. Nein, das ist es nicht. Es geht nicht darum, euch in einem solchen Kokon zurückzuziehen, eure Verbindung zur Sonne zu pflegen und euch von der Welt abzuschotten. Es geht ganz einfach darum, eine Form von innerer Stabilität und Gleichmut zu entwickeln, damit ihr in schwierigen Zeiten wie unsinkbare Boote seid. Unsinkbar, weil ihr keine Zweifel hegt hinsichtlich der Heimat, die ihr ansteuert. Und die Anzahl dieser unsinkbaren Boote wird den Unterschied machen. Seid anders und man wird sich fragen, was an euch anders ist. Welche Meinung vertretet ihr in Sachen Impfung? Sind alle Impfstoffe schädlich oder nur die neuen Generationen? Wir würden nicht sagen, dass alle Impfstoffe schädlich sind. Wir können diese einseitige Sichtweise nicht unterstützen. Die neue Generation von Impfstoffen ist tatsächlich extrem schädlich, aber die Impfung selbst, wie sie ursprünglich gedacht war, hat der Menschheit viel mehr geholfen als geschadet. Das sollte man wissen. Allerdings hat sich das Konzept der Impfung mit Hilfe der noch sehr neuen Technologien in eine Richtung weiterentwickelt, die gravierende Folgen für die ganzheitliche Gesundheit des Menschen mit sich bringt. Wir wollen hiermit keine Polemik entfachen, sondern einfach nur deine Frage beantworten. Man kann nicht alle Arten von Impfstoffen verbannen. Das ist unsere Ansicht.
Erwartet ihr etwas Bestimmtes von uns für die kommende schwierige Zeit? Dass ihr die Grenzen zwischen euch, zwischen euren Herzen und den anderen abschafft? Dass ihr euch anders verhaltet? Das heißt, dass ihr eine annehmende, bejahende Haltung im Hinblick auf alles, woran ihr glaubt und auf alle Kräfte, womit ihr euch identifizieren könnt, einnehmt. Folglich, dass ihr keine Angst habt, dass ihr euch in kleiner Weise davor fürchtet, für euren Glauben gerade zu stehen. Und gleichzeitig, dass ihr anderen gegenüber nicht überheblich seid. Wir haben zu oft beobachtet, wie einige Menschen, die einen ähnlichen Weg gegangen sind, sich am Ende als Teil einer Elite sahen, einer Elite, die behauptete, ein bestimmtes Wissen, eine gewisse Erkenntnis zu besitzen und auf einen persönlichen Aufstieg zu warten. Er richtet keine Grenzen zwischen euch und den anderen. Der Unterschied zwischen euch soll wie ein Licht erscheinen, ein ersehntes und begehrtes Licht. Wenn man euch trifft, sollte man sagen können, wie schaffst du es, so zu sein? Wir sagen nicht, dass ihr nie über andere richten solltet, denn wir wissen, dass der Zustand der völligen Freiheit von Urteil ein idealer Zustand ist. Man braucht immer Zeit, um ein Ideal zu erreichen. Wie schaffst du es, dass du immer ein Lächeln zu verschenken hast? Wie schaffst du es, so mitfühlend zu sein? Wie schaffst du es, über deinen Glauben zu sprechen, ohne ihn den anderen aufzwingen zu wollen? Das alles, das ist die Richtung, in die wir euch lenken wollen. Dass ihr bei anderen den Wunsch erweckt, bessere Menschen zu sein, ohne sie dabei belehren zu wollen. Derjenige, der andere bekehren will, verzehrt in Wirklichkeit den Kern von dem, was in ihm innewohnt. Ihr seid Mann und Frau unter Männern und Frauen, welche die Tür einer Chance geöffnet haben. So einfach ist es. Und die weitere Chance, die das Öffnen dieser Tür euch bringt, ist die Möglichkeit, euch wiederzufinden und, wie im jetzigen Augenblick, euch ein bisschen mehr erinnern. Ohne zu dogmatisieren. Sans dogmatiser jamais. Il y a des questions, frère. Rachel, moi je vais poser une question justement par rapport aux différences de religion. Was ist mit Gewalt und Rassismus im Namen der Religionen? Nous comprenons. Ein großer Teil der Gewaltakten, die heute entstehen, sind eigentlich karmische Rückwirkungen. Was ein Volk dem anderen antut, was eine Sozialklasse der anderen antut, hängt heute mit dem Boomerang-Effekt zusammen. Vielleicht wirst du mir sagen, dass das schon immer am Boomerang-Effekt lag. Ja, das stimmt. Aber heute ist dieser Effekt vielleicht auffälliger als zu anderen Zeiten, weil wir an einem Zeitpunkt angelangt sind, wo eure Menschheit mitsamt ihrem Planeten
Bilanz ziehen und vielleicht auch ein neues Kapitel anfangen muss. Nur weil der Boomerang-Effekt zum universellen Gesetz der ausgleichenden Gerechtigkeit gehört, heißt das nicht zwingend, dass er nicht umgangen werden kann. Die einzige Kraft, die den Boomerang-Effekt mindern oder beseitigen kann, die einzige Kraft, die verhindern kann, dass ein Karma Leid verursacht, das ist die Kraft der Vergebung. Wenn der Unterdrückte dem Unterdrücker vergibt, ist es, als würde er Sand ins Feuer werfen. Dadurch wird die Antriebskraft des Leidens, die Antriebskraft der Vergeltung gestopft. Solange dies nicht geschieht, setzt sich das Spiel endlos fort. Es ist uns wohl bewusst, dass man beim aktuellen Entwicklungsstand der Menschheit noch gar nicht an ganzheitliche Vergebung denken kann. Aber wie schon gesagt, Ameisen arbeiten für den gesamten Ameisenhaufen und Bienen arbeiten für den gesamten Bienenstock. Ihr seid wie die Ameisen und die Bienen, da wo ihr seid. Plädiert für die Vergebung, aber redet nicht nur darüber, sondern macht die Erfahrung der Vergebung, erlebt sie selber. Expérimentez, vivez le pardon là où vous êtes. Heute Abend sind einige unter euch ganz besonders mit diesen Worten gemeint. Vergebung ist ein schöner Grundsatz, der nicht nur andere betrifft. Sie ist ein schöner Grundsatz, den man auf gemeinschaftlicher, kollektiver und planetarischer Ebene ersehnen und herbeirufen sollte. Vergebung wird in jeder Sekunde gelebt. Wenn man das nicht verstanden hat, wie kann man erhoffen, dass Frieden auf dieser Erde herrscht? Zuerst solltet ihr in eurer unmittelbaren Umgebung daran arbeiten. Auf ganz einfache Weise. Vergebung drückt sich nicht ausschließlich durch Worte aus, sondern auch durch ein einfaches, aber aufrichtiges Lächeln, durch einen einfachen, aber aufrichtigen Blick, durch einen einfachen, aber aufrichtigen Kuss. Und dieses Lächeln, dieser Blick, dieser Kuss sucht keine Polemik, braucht keine Erklärungen und verheddert sich nicht in Ausreden. Es handelt sich nur um die Anerkennung einer eigentlichen Verwandtschaft. Wir alle haben Leid, Fehler und Fehlhandlungen erlebt. Wir alle haben sowohl uns selbst als andere verletzt. Wenn wir die Punkte auf beiden Seiten nachzählen würden, hätten wir alle den gleichen Stand. Daher macht es keinen Sinn, dieses Spiel fortzusetzen. Man schiebt sich nicht den Ball hin und her, um Punkte zu sammeln. Es geht nicht ums Punkten, sondern darum, das Spiel zu beenden. Celui d'arrêter le jeu. Können wir auf den Begriff der gemeinsamen Herkunft zurückkommen? Könnt ihr uns mehr sagen über die Einheit, die Quelle der Einheit, sowie die christliche Sonne, den Logos, die gemeinsame Herkunft, die uns verbindet? Wir wollen dir ganz kurz antworten, kleine Schwester, sonst würde es zu einer sehr komplexen metaphysischen Debatte führen. Du kannst dieses Prinzip, dieses Bewusstseinsfeld, das ihr Gott nennt, mit
einer riesigen Sonne vergleichen. Die Sonne gibt kontinuierlich Strahlen ab. Menschen, Geistwesen, die zu Seelen werden und so weiter. Und sobald sie Strahlen aussenden, vergessen diese ihren Ursprung in dem Maße, wie sie sich von der Sonne entfernen. Und das ist auch gut so, dass sie für eine Zeit ihren Ursprung vergessen. Denn wer seit der Geburt schon alles besitzt, der kann die volle Schönheit des Ganzen nicht begreifen. Das ist das Prinzip des Falls und der Trennung auf kosmischer und metaphysischer Ebene. Zurzeit sind wir alle, auch wir, die wir zu euch sprechen, wie diese kleinen Sonnenstrahlen, diese kleinen Sonnenfunken, die die Ursonne, von der sie stammen, vergessen haben und die erst jetzt anfangen, sich an ihren Ursprung und ihre gemeinsame Verwandtschaft zu erinnern. Ihr alle, die ihr hier anwesend seid, habt ihr nun im Abstieg, in der Phase der Entfernung, kehrt gemacht. Ihr wollt jetzt zu eurer ursprünglichen Heimat, das heißt zu eurer Urquelle, zurückkehren. Es wird gesagt, dass alle Lebensformen, die aus einer zentralen Sonne, aus einem Bewusstseinsfeld, auch Gott genannt, geboren wurden, in der Unendlichkeit zusammen nur noch ein einziges Wesen bilden werden und dass dieses Wesen einem erweiterten und expandierten Bewusstseinsfeld entsprechen wird. Ein Gott, der expandiert ist durch die kleinen Flammen, die kleinen Funken, welche zu ihm zurückgekehrt sind und eine Vielzahl von verschiedenen Erfahrungen gemacht haben. Wir sind alle wahrlich eins, weit über die poetische oder für manche vielleicht intellektuelle Formulierung hinaus. Wir sind alle die Gottheit, die, um zu wachsen, akzeptiert hat, sich in ihrer eigenen Schöpfung zu verlieren. Dans sa propre création. Ist diese Ursonne das, was man die christliche Sonne nennt? Die christliche Sonne ist eine der Offenbarungen dieser Ursonne. Die Offenbarung, die für eine relativ dichte Lebensform greifbar ist. Christus ist dieser göttliche Sonnenstrahl, den die Menschheit durch eine greifbare Lebensform empfangen und berühren kann. Aber das, was du Christus nennst, kannst du genauso Krishna nennen oder auch Buddha, ganz egal. Christus ist ein Prinzip, das nicht der sogenannten christlichen Religion gehört. Es ist ein universelles Prinzip, darüber sind wir uns einig. Kann ich eine eher persönliche Frage stellen? Wir hören dir zu, kleine Schwester. Ich bin nicht sicher, ob ich die Arbeit, die ich zurzeit ausübe, weitermachen soll. Ich bin Psychologin seit 28 Jahren. Mir ist auch nicht ganz klar, wohin ich sonst gehen könnte. Aber ich habe den Eindruck, dass ich einen anderen Weg gehen sollte. Wenn es in deinem Beruf keine Menschen wie dich mehr gibt, was soll aus diesem Beruf werden? Die Antwort ist ganz einfach, siehst du.
Wir verstehen deine Frage, wir verstehen sie ganz gut. Aber durch Menschen, die offen sind, wird sich dieser Beruf langsam von innen weiterentwickeln. Auch wenn es dir jetzt unmöglich oder utopisch erscheint. Wir reden nicht davon, was du sagen oder vielleicht sogar nicht sagen kannst in einem System, das so ist, wie sie ist, in einer Welt und in einer Hierarchie, die so sind, wie sie sind. Wir reden davon, was von dir ausströmen kann, was du ausstrahlen kannst. Glaube nicht, dass das berufliche Umfeld, in welchem du tätig bist, noch lange so unerschütterlich bleibt, wie es bis jetzt gewesen ist. Viele Unsicherheiten werden es erschüttern, untergraben, und dann wirst du ihm auf deine Art geben können, was notwendig ist. Eure Gesellschaft wird erheblich erschüttert werden, das wisst ihr. Das ist eine Tatsache. Und das Prinzip, das uns antreibt, das uns am Herzen liegt, wird sich durch diesen grundlegenden Ruck und die daraus resultierende Ratlosigkeit durchschlängeln. Und das manchmal viel schneller, als ihr euch das vorstellen könnt. Verstehst du? Ja, vielen Dank. Vielen Dank für deine Anwesenheit in diesem Umfeld. Liebe Freunde, wir würden gerne diese Unterhaltung noch weiter fortsetzen. Dennoch erscheint es uns weise, da wir eben von Weisheit gesprochen haben, sie hier zu beenden. Damit wollen wir die körperliche Belastbarkeit unseres Bruders nicht überbeanspruchen, denn er ist in letzter Zeit ohnehin schon sehr mitgenommen. Jedoch wollen wir euch nicht einfach so verlassen. Bevor wir die heutige Begegnung beenden, die heutige Begegnung, versteht ihr? Möchten wir jedem von euch ein persönliches Geschenk überreichen. Bitte tretet nacheinander vor uns, damit wir euch das geben können, was ihr braucht. Wir erwarten euch einer nach dem anderen. Die 34 Anwesenden haben sich einzeln nach vorne genähert und jeder von ihnen hat eine Botschaft von den Brüdern erhalten während einer Stunde. Seid mehr denn je Verwandte unseres Bruders Christus, liebe Freunde. Bis in ein paar Monate.